Mit dieser Filmserie wollen wir den Mitgliedern des Württembergischen Anglervereins umfassende Informationen zur Donau und insbesondere zum Huchen geben. In Teil 1 wollen wir nun den Fischereihof Salgen vorstellen, der für unseren Abschnitt der Donau zuständig ist. Mein Name ist Dr. Oliver Born. Ich bin seit ca. 10 Jahren Fachberater für das Fischereiwesen im Bezirk Schwaben und hier im Schwäbischen Fischereihof leitend tätig. Als Fachberater für Fischerei im Bezirk Schwaben bin ich zuständig hier im Schwäbischen Fischereihof in Salgen für alle Teile dieser Einrichtung, die der Bezirk Schwaben trägt. Das eine ist die Fachberatung für Fischerei. Dort läuft alles, was mit Fischereiverwaltung, zum Beispiel Elektrofischen, Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen zu tun hat, über unseren Schreibtisch. Das zweite ist der Lehr- und Beispielsbetrieb, die Fischzucht. Und der dritte Teil ist die Wasserschule, die wir hier in Salgen zusammen mit anderen Trägern betreiben. Unsere Themenfelder und Aufgaben, für die wir zuständig sind im Bezirk Schwaben, sind sehr, sehr vielfältig. Eine der Schwerpunktaufgaben der letzten Jahre ist zum Beispiel die Überwachung der Fischbestände für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Da werden flächendeckend die Fischbestände in allen Fließgewässern in Schwaben erhoben. Und man hat festgestellt, dass die Defizite in unseren Gewässern doch sehr, sehr erheblich sind. Es wird die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, sehr große Anstrengungen brauchen, um den guten ökologischen Zustand in den Gewässern wiederherzustellen. Und damit wir das und viele weitere Themen von den bedrohten Fischarten, von den Gewässern letztendlich transportieren und in die Öffentlichkeit bringen, haben wir die Wasserschule hier in Schwaben installiert und betreiben diese Wasserschule im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit. Der Bezirk Schwaben ist von Oberstdorf beginnend bis nach Nördlingen, vom Bodensee am westlichen Ende bis rüber zum Lech, unheimlich vielfältig strukturiert, und so unterschiedlich die Leute in Schwaben sind, so unterschiedlich sind letztendlich auch die Gewässer und die Fischbestände. Und sehr regionsspezifisch haben damit auch die Flüsse unterschiedliche Fischartenzusammensetzungen, die dort eigentlich heimisch sein sollten, die da eigentlich vorkommen sollten. Und wir prüfen das, indem wir rausfahren an die Eger, an die Egau, an die Wörnitz, bis runter an den Lech am südlichsten Ende zur österreichischen Grenze, und gehen dahin mit einem Elektrofischfanggerät, ein Team mit mehreren meiner Leute. Die Fische werden mit dem E-Gerät letztendlich betäubt, können dann gezählt, vermessen, registriert werden und werden dann schon in die Gewässer zurückgesetzt, sodass wir am Fischbestand selber keinen Schaden verursachen, aber sehr genau wissen, was in diesen Flüssen heute vorkommt und aus alter Literatur wissen, was eigentlich vorkommen sollte. Und da wird deutlich, dass die Diskrepanz zwischen den eigentlich bei uns vorkommenden Arten und dem, was heute noch da ist, doch sehr, sehr groß ist. Neben dem Vollzug der Fischereigesetze und allem, was damit unmittelbar zusammenhängt, ist ein ganz großer Aufgabenschwerpunkt der Fachberatung für Fischerei im Vollzug der Wassergesetze zu sehen. Da gehört alles dazu, was am oder im Gewässer letztendlich zu regeln ist. Das sind Einleitungen, Brückenbauten, Ausbau von Gewässern, Renaturierungsmaßnahmen und auch Nutzungen am Gewässer. Und da ist ein ganz großer Schwerpunkt im Moment die Wasserkraftnutzung, weil im Zuge der Energiewende natürlich auch hier und da versucht wird, Wasserkraftreserven weiter auszubauen. Das beißt sich aber häufig mit der Gewässerökologie, weil wir in einem Bereich, wo wir schon knapp 95% der Ressourcen genutzt haben, nämlich bei der Wasserkraftnutzung, nur noch ganz, ganz wenige Standorte haben, wo man Wasserkraftnutzung und Ökologie wirklich zusammenbringen kann.
Uns ist da ganz wichtig, dass die Durchgängigkeit wiederhergestellt wird. Der Donaulachs, ne, der Fisch des Jahres, den man hier sieht, dass der wieder wandern kann und viele andere Fischarten wieder wandern können. Uns ist wichtig, dass die Turbinen so fischfreundlich wie möglich ausgestattet sind, dass Fischschutz gegeben ist und vor allen Dingen auch, dass Restwassermengen abgegeben werden an den Anlagen, die dann ein Überleben der Fischpopulationen auch ermöglichen.